Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Benny. Heute wieder von der Map Waldstätten. In Kürze werde ich wieder ein Ostback-Video rausbringen und ich habe noch so zwei kleine Videoüberraschungen, die ich dieses Jahr noch umsetzen werde. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich kann euch schon mal so viel dazu sagen, es wird euch bestimmt sehr freuen. Und was euch vielleicht auch freuen wird, ist die Tatsache, dass das Fahrzeug, was ich euch heute vorstelle, zum Download ist. Das ist jetzt schon ein paar Tage online, aber das habe ich jetzt heute auf feuerwehrmods.de veröffentlicht. Das hat nämlich der liebe Officer Dodge konvertiert von LS19 zu LS22. Viele von euch werden das Fahrzeug kennen, weil es geht jetzt nicht um den Golf-Variant, auch nicht um diesen Golf-Variant und auch nicht um die neue E-Klasse von Sosimoding. Das neue Fahrzeug beziehungsweise alte Fahrzeug, befindet sich direkt daneben. Ihr könnt ganz links schon mal so einen leichten Schatten sehen. Ein bisschen weiter dahin gehen, seht ihr auch noch einen kleinen Schatten. Noch nicht, was es für ein Fahrzeug sein könnte. Rate doch mal, was könnte das für ein Fahrzeug sein? Richtig, ein Audi A4 aus dem Jahr 1999. Ich bin gespannt, ob du dieses Fahrzeug schon kennst. Falls nicht, dieses Fahrzeug haben wir damals im LS19 veröffentlicht. Mit wir meine ich den lieben Chizak, den lieben Dusty, den lieben Xerox und meine Wenigkeit. Ich glaube, ich habe keinen vergessen, wenn doch. Sorry. Aber das ist das schöne Fahrzeug. Ihr habt hier klassisch das Blaulicht auf Position 1. Viele von euch mögen ja auch etwas ältere Fahrzeuge, vielleicht kommt der ein oder andere aus dem Jahrgang 80er Jahre und kennt diese Fahrzeuge noch, die grünen Polizeiautos, die ja früher so hier rumgekurvt sind und ich finde diese alten Polizeiautos richtig cool, auch dieser Blaulichtbalken, das müsste ein, eine Top 1 sein, genau, eine Top 1. Das habt ihr dann auch hier in der Konfiguration alles zur Auswahl. Ihr könnt das Fahrzeug natürlich auch so in Zivil beispielsweise euch hier mieten oder kaufen. Je nachdem, was ihr hier halt im Spiel für notwendiger haltet. Dann Sondersignal, wie gesagt, auswählen, Kennzeichen. Und so sieht das Ganze dann aus. Horn ist auf Taste N. Und ich weiß gerade gar nicht, ob wir sonst noch weitere Funktionen haben. Simple IC. Ich weiß gar nicht, ob wir hier von Simple IC irgendwas zum Auswählen haben. Tatsächlich. Wir klicken einfach mal drauf. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Ah, tatsächlich. Da seht ihr es. Machen wir das mal kurz aus. Ja. Warte. So. Unfall. Die LED-Anzeige funktioniert auch. Das freut mich gerade richtig. Das wusste ich nämlich noch nicht. Also, so schaut das aus. Das ist auch eins der Highlights von dieser schönen Mod. Wie gesagt, ladet sie euch sehr gerne von feuerwehrmods.de herunter. Die Mod, ja, macht Spaß. Ist perfekt für den Multiplayer. Und, ja, natürlich, ganz klar. Ist halt ein typisches Fahrzeug aus den 90er Jahren, Anfang 2000er. Baujahr 1999, habe ich ja schon gesagt. Bis zu 192 km/h schnell, aber bitte bedenkt, das Fahrzeug braucht ein bisschen auf diese Geschwindigkeit, weil er hat zwar ein bisschen Power, aber es ist immer noch ein altes Fahrzeug. Deswegen ist auch über 23 Jahre her, dieses Fahrzeug gebaut wurde. Gut, meine lieben Freunde, das war es dann auch schon mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr schönes Geschenk bekommen habt. Und mal schauen, ob euch das nächste Video auch gefallen wird. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, abonniere mich gerne für mehr Content im Bereich Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Ähnlichem. Insbesondere auch Baustellen sind auf meinem Kanal sehr, sehr intensiv vertreten. Und dann hoffe ich, dass du jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser schönen Mod haben wirst. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen noch so zwei coole Videoüberraschungen euch präsentieren. Und auch noch vielleicht die ein oder andere Mod vorstellen, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde. Ich denke mal, das wird den einen oder anderen sehr freuen. Gut, meine lieben Freunde, dann bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.